Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge des FIFA 16 Manchester United Karrieremodus. Ja Leute, das Comeback, ich muss sagen, es kam besser an, als ich es erwartet hätte. Wir haben über 120 Likes und 1000 Aufrufe nach einem Tag, was mega krass ist. Der Strawpoll hat ergeben, dass ihr tatsächlich wieder die Manchester United Karriere als sekundäre Karriere haben wollt. Womit ich eigentlich gar kein Problem habe, und heute geht's eben ran. Im Champions League Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern München zu Gast in der Allianz Arena. Für die Leute, die sich nicht an das Hinspiel erinnern können, das ist jetzt natürlich das Rückspiel. Für die Leute, die sich nicht an das Hinspiel erinnern können, hier nochmal ein kurzer Einblick. Robben gegen 2 gegen Hummels und er ist drin. Sergio Romero mit einem Riesenbock, Arjen Robben mit dem 1:0 für den FC Bayern. Und das hat mal wieder die Klasse gezeigt des Niederländers. Der ist zwar vielleicht ein großer Schwalbenkönig, das müssen, denke ich mal, auch die Bayern-Fans hier unter den Zuschauern zugeben. Trotz alledem kann man, denke ich mal, seine absolute Weltklasse ihm einfach nicht abreden. Das funktioniert einfach nicht bei Arjen Robben. Romero sieht sehr unglücklich aus. Die schnelle Antwort jetzt vielleicht für Manchester United. Über Memphis Depay, gut die Lücke gesehen für Bastian Schweinsteiger. Und das Theater of Dreams, es eskaliert komplett. Ball verliert Lewandowski, Benatia und Lewandowski. Das ist doch ein klares Foul gewesen. Der Schiedsrichter pfeift nichts ab, das sehen wir uns gleich nochmal in der Wiederholung an. Und der polnische Joker, die wir sehen hier, die mitgereisten Fans der Bayern, die können sich natürlich freuen, aber das war kein reguläres Tor. Also es lief ja eigentlich gar nicht schlecht, nur das Problem war eben halt, dass der Schiedsrichter alle Mannschaft nach auf der Seite von Bayern war und dementsprechend das nicht als Foul gewertet wurde. Trotz alledem müssen wir eben mit allem, was wir haben, reingehen in dieses Spiel. Man sieht schon hier die Bestbesetzung am Start für dieses Spiel in der 4-3-3 Standardformation. Eigentlich unsere beste Formation, die man, denke ich mal, jetzt momentan aufstellen könnte. Gut, gibt es zwar vielleicht Änderungen, die man machen könnte, aber ich denke mal, so sind wir eben am stärksten aufgestellt. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel. Ins, ach so wichtige, Rückspiel. Das will ich jetzt eigentlich schon gewinnen. Wir haben in der letzten Folge im Capital One Cup verloren. Das Finale gegen Newcastle United war bitter. Aber gut, damit mussten wir es halt auch leben. Aber jetzt vielleicht in der Champions League weiterkommen. Das wäre es doch. Lasst einen Daumen nach oben da, 100 Likes auf die heutige Folge des Manchester United Karrieremodus für dieses absolut besondere Spiel. Wäre mega nice und ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel. Nach vielen Protesten der Manchester United Fans mussten auch die Fans der Red Devils zugeben, dass nach dieser 2:1 Niederlage im Theater of Dreams im Old Trafford man nichts dagegen machen konnte, dass der Schiedsrichter dort ein klares Foul der Bayern nicht gekennzeichnet hat, beziehungsweise dieses Foul einfach komplett ignoriert hatte. Nun musste man eben mit dieser 2:1 Niederlage mit im Gepäck hier in der Allianz Arena einfach das Beste aus der Mannschaft rausholen und heute versuchen, die Bayern zu schlagen, was ja wie bekanntlich nicht immer so einfach ist. Aber Wayne Rooney, der Kapitän der Mannschaft, und wieder zurück im Tor David De Gea nehmen sich natürlich heute vor, mindestens 1:2:0 mitzunehmen, um eben die nächste Runde in der Champions League zu erreichen. Im FA Cup war man draußen, das Capital One Cup Finale war verloren und in der Liga war man trotz alledem doch ganz gut dastehend. Nur eben die Champions League, da wollte man weiterkommen. Wir sehen hier die Formation der Bayern im 4-3-3-System, starkes Mittelfeld mit Lahm, Alonso und Arturo Vidal und vorne natürlich Franck Ribéry, Thomas Müller und Arjen Robben. Man muss natürlich heute nicht nur die Tore schießen, sondern auch aufpassen, dass eben diese Bayern-Mannschaft heute hier heim in der Allianz Arena eine absolute Macht. Keine Tore schießt Bastian Schweinsteiger, der Ex-Bayern, und natürlich die Mannschaft, die man gerade eben eingeblendet gesehen hat, werden diese Aufgabe heute hoffentlich für die Manchester United-Fans zumindest bewerkstelligen. Die Bayern-Fans sind da natürlich ganz klar in der besseren Situation. Aber gut, mal schauen, 90 Minuten. Das ist natürlich viel Zeit, hier in der Allianz Arena dauert das Ganze natürlich länger in einem Rückspiel. Los geht es, Anstoß auf Seiten der Gastgeber, Manchester United in der zweiten Halbzeit von rechts nach links. Berardi sieht die Lücke für Rooney und das ist ein schnelles Tor. Das ist ein schnelles Tor, Wayne Rooney in der dritten Minute zum 1:0 für Manchester United. Einfach nur ein Mega-Spielzug, kann man, denke ich mal, so sagen. Domenico Berardi mit dem Megapass und Manuel Neuer muss schon das erste Mal nach 3 Spielminuten hinter sich greifen. Und wir haben noch 87 Minuten Zeit, um das zweite Tor zu machen, aber aufpassen, Leute. Manuel Neuer
wird jetzt, denke ich mal, noch mehr aufpassen. Generell die Defensive wird sich, denke ich mal, jetzt besser auf diese Angriffe drauf einstellen. Aber wir haben Zeit, Leute. Wir haben Zeit. Das war ein wichtiges Tor. Rooney nimmt Schweinsteiger mit. Schweinsteiger. Unten ist Memphis Depay. Die Bayern kommen hier einfach nicht zum Zuge. Memphis Depay zieht in die Mitte. Abschluss 2:0. Und Manchester United wäre nach diesem Stand weiter. 20 Minuten gespielt und das Stadion ist natürlich leise. Das Stadion ist natürlich ganz leise. Und ich weiß nicht, war es ein Eigentor? Vielleicht Philipp Lahm in der Situation. Und tatsächlich Philipp Lahm mit dem Eigentor. Und nach diesem Stand wäre Manchester United weiter. Unglaublich. Diese ersten 20 Minuten, die Bayern-Mannschaft ist komplett baff. Und das ist weiterhin Weltklasse, Leute. Es ist der erste Versuch. Also ich bin selber gerade ziemlich verwundert, dass wir hier einfach so stark in dieses Spiel reinstarten. Versprecher, Verbrecher. Aber ich denke mal, mir soll es verziehen sein, dass bei so einem Spiel öfters mal Versprecher vorkommen. Alonso mit dem Kopfball. De Gea sicher. Oh, Schneiderlohn, in so einer Situation, so ein Fehlpass ist nicht gut. Ist nie gut. Und Koke kommt nicht hinterher. Jetzt kommen wir generell gerade gar nicht hinterher. Robben und De Gea. Ganz stark gemacht hier. Der Spanier, der hat gefehlt. Der hat im Hinspiel so gefehlt. Und er zeigt auch wieder, warum er gefehlt hat. Erste Halbzeit vorbei in der Allianz Arena, Leute. Ich pack es nicht. Wir führen 2:0. Wir wären weiter. Thomas Müller wird ausgewechselt. Die Verzweiflung. Die ist natürlich groß geschrieben jetzt bei Pep Guardiola und den Bayern. Robert Lewandowski, rein ins Spiel, Müller quasi ohne Chancen. Komplett unsichtbar in der Tasche von Mustafi und Hummels hat er sich über die erste Halbzeit befunden. Mal schauen, wie das Ganze jetzt eben mit Robert Lewandowski aussehen wird in der zweiten Halbzeit. Los geht's. Und das ist ein böses Foul. Nicht unbedingt böse, aber die Situation bzw. der Punkt ist böse. Freistoß einrobben. Holt sich Philipp Lahm, sieht's aus dazu und das ist kein gefährlicher Freistoß. Aber wir kennen Robben, der macht die auch schon mal gut rein und wir sehen hier die Paraden. Manuel Neuer bisher mit gar keiner Parade, De Gea mit 6 Paraden. Vielleicht auch er heute, der entscheidende Faktor, dass Manchester United es schaffen könnte. Aber es ist noch Zeit, es ist noch Zeit. Lewandowski, Hummels grätscht komplett vorbei, aber die Situation ist geklärt. Und jetzt macht Bayern viel mehr Druck. Jetzt ist der Druck auf jeden Fall deutlich zu spüren, der Bayern. Xabi Alonso, unten ist Franck Ribéry zu Lewandowski und der trifft nur Aluminium. Mega Glück jetzt hier für unsere Red Devils, dass der Ball nicht reingeht. Und Ribéry, Flanke, oben steht Robben! Und da ist der Anschlusstreffer und das ist bitter. Das ist bitter, dass der vor allem reingeht. De Gea bisher mit so starken Paraden und dann kommt so ein Ball. Das ist eigentlich eine Ecke, die muss ein Torhüter haben. Und den hat er nicht. Den hat er nicht. Der springt auch gemein auf. Der springt sehr gemein auf. Und jetzt sind wir wieder gezwungen, Tore zu schießen. Ein Tor muss es sein. Ja, muss man auch sagen, kaum frische Spieler auf der Bank. Anthony Martial ist so halb frisch und macht stark. Anthony Martial. Über links jetzt. Anthony Martial zieht in die Mitte. Das ist mega stark. Martial! Oh mein Gott, das wäre es fast gewesen, Leute. Und wir müssen in die Verlängerung rein. Ach du Schande. Ach du Schande. Verlängerung in der Allianz Arena. Berardi, der Erste, der drauf geht. Fehlpass. Anthony Martial bedankt sich. Eingewechselt. Da ist die große Lücke für Ricardo Rodriguez. Und das ist wieder die Führung. Die Führung, die wir jetzt ausgebaut haben. Führung war ja vorher schon da. Und das ist jetzt vielleicht das entscheidende Tor. Anthony Martial beweist seine Joker-Qualitäten. Da ist die Lücke viel zu groß. Und Ricardo Rodriguez, der Linksverteidiger, der stürmt mit nach vorne und verwandelt den Ball zum 3:1. Und jetzt heißt es einfach nur noch Abwehrriegel. In der Nachspielzeit der Verlängerung. Rooney. Berardi läuft schon gar nicht mehr mit. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es oben drauf. Und jetzt heißt es einfach nur noch hier ein bisschen vorm Strafraum rumkicken. Vielleicht auch noch das Tor schießen. Rooney am Tor vorbei und es ist vorbei. Wir können uns tatsächlich durchsetzen im Rückspiel. Und Leute, ich schwöre auf alles, was ich habe. Das ist First Take, One Take. Wir sind weiter, Jungs. Das ist unglaublich. Wir sind die mitgereisten Fans der Red Devils.
David De Gea, der hat heute einen Monsterjob geleistet. Was der alles pariert hat, ich glaube, wäre Romero im Tor, hätten wir das Ganze sogar vielleicht noch 4-3 verloren. Aber wir haben es geschafft, Leute. Mega Leistung der Mannschaft, darauf kann man einfach nur stolz sein. Viertelfinale der Champions League und wir haben vielleicht einer der Titelanwärter mit dem FC Bayern München aus dem Turnier geworfen. Ich muss sagen, Leute, das tut schon so ein bisschen weh, seinem eigenen Verein erstmal die drei Dinge einzuschenken und dann am Ende noch eine Runde weiterzukommen. Leute, das tut leicht weh als Bayern-Fan, aber gut, ja, Varela beschwert sich darüber, dass er nicht von Anfang an spielen durfte. Mein Beileid auf jeden Fall. Was ein Spiel und ich kann nur sagen, Martial als Super Sub hat auf jeden Fall richtig funktioniert. Also das war auf jeden Fall mega stark und hat uns sehr weitergeholfen. Ich glaube, ohne Martial hätten wir es gar nicht geschafft. Also auf jeden Fall starkes Ergebnis. Ich bin immer noch ein bisschen baff, Leute, deswegen wundert euch nicht, warum ich mich jetzt auch so ein bisschen komisch anhöre, weil, Alter, Leute, das ist nicht normal. Das ist echt, nee. Ich glaube, keiner von euch, nicht mal ich selber, hätte damit gerechnet. Ich dachte vielleicht so gut, wir machen das 1-0. Martial jetzt auch wieder mit dem Tor. Der geht momentan so ab, der Junge. Das ist nicht normal. Ich dachte vielleicht so gut, wir machen das 1-0 und dann am Ende kommt Bayern wieder. Was ja auch der Fall war, aber erst nach dem 2-0 Martial erhöht aufs 2-0. Am Ende geht es 2-1 aus. Gut, damit kann man auf jeden Fall sehr gut leben. Und im FA Cup sind wir doch nicht draußen. Ah, das war die Liverpool-Karriere, wo ich draußen war. Tut mir leid. Also habe ich auf jeden Fall ein bisschen Bullshit gelabert. Wir waren gar nicht draußen, ne? Im FA Cup. Also da muss ich sagen, habe ich mich so ein bisschen verguckt. Wie man das Ganze auch irgendwie immer hinbekommen kann. So, ich muss mal schauen. Jetzt glaube ich, habe in eigentlich fast jeder Taktikvorlage einen gewissen Herrn De Gea nicht drin. So, wen nehmen wir mit, ist die Frage. Herrera oder Lingard? Na, nehmen wir Pereira mit, ja. Unglaublich logisch. Lingard oder Herrera, am Ende kommt Pereira mit. So, nächstes Spiel ist im FA Cup. Da will man natürlich nicht unbedingt zu 100% schonen. Gegen wen war es? Brentford City. Also wenn wir jetzt in der Simulation verlieren, gerade noch eben gewundert, dass wir trotzdem noch drin sind. Also es war die Liverpool-Karriere, wo ich frühzeitig da ausgeschieden bin. Aber hier in der Manchester United-Karriere, oder was? Ach, ich habe gerade keine Ahnung, Leute. Ich bin mega verwirrt, dass wir jetzt noch im FA Cup drinne sind. Und wir haben eigentlich in der zweiten Liverpool-Saison das Triple geholt. Jetzt steht es 1-1. Also hundertprozentig läuft es auch nicht bei uns. Ich sehe schon kommen. Brentford City wird das noch gewinnen. Oh mein Gott, wir hätten es fast verloren, Jungs. Wir hätten es fast verloren. Zum Glück hat ein Spieler von Brentford City den Elfmeter verschossen. Und wir gehen mal in die nächste Trainingseinheit rein. Schauen mal, ja, das ist eine starke Einheit. Gut, 2Ds, das ist jetzt nicht so gut, aber Martial immerhin mit einem A. Der geht momentan richtig steil. Kann man, denke ich mal, so sagen. Wie lange geht denn die Karriere überhaupt noch? Nicht, dass ich irgendwie jetzt schon aufhören möchte. Vor allem jetzt das Comeback kam mega gut an. Ich weiß auf jeden Fall, also ich hoffe zumindest, dass diese Folge auch gut ankommen wird. Also 100 Likes für dieses Spiel, Leute. Wäre, denke ich mal, mehr als nur verdient hier für die Manchester United-Karriere. Mal schauen. Och, Mann. Barcelona als nächsten Gegner. Och, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hast du gerade Bayern überwunden und jetzt heißt der nächste Gegner Barcelona. Leute, wenn wir das schaffen, dann weiß ich auch nicht weiter, ey. Barcelona, MSN mal wieder. Das ist echt. Das wird eine harte Nuss zu knacken sein. Kann man, denke ich mal, so sagen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich frei, sieht man auch schon. Bis dann eben zum Wiederholungsspiel kommt im FA Cup. Davor aber tatsächlich nochmal eine Trainingseinheit. Und ja, gut. Ich dachte schon, ich hätte sie jetzt versaut. Aber nee, nochmal die Trainingseinheit. Und na gut, das war jetzt nicht die beste Trainingseinheit. Aber immerhin verbessern sich Sané und Stones wieder in einzelnen Werten. Und es geht ran. Wieder mal. Also quasi das gleiche, was wir gerade eben hatten. Jetzt nochmal im FA Cup. Ich denke mal, diesmal können wir das Ganze auch mal überspringen. 4-0 Sieg, also das war auf jeden Fall mehr als nur deutlich. Hat die A-Mannschaft auf jeden Fall starke Arbeit geleistet. Heim gegen Everton gehen wir auch tatsächlich nochmal in die Simulation rein. Ich denke mal, wir haben eine starke Mannschaft. Wir sind momentan in der besten Form vielleicht hier im ganzen Karrieremodus. Deswegen, Everton ist zwar eine starke Mannschaft, aber ich glaube, wir können die sogar bezwingen. Lingard mit dem 1-0. Am Ende geht es sogar 2-0 aus, Leute. Also was ist heute los, kann ich nur sagen. Mannschaft ist einfach momentan in der Verfassung, wie sie schon lange nicht mehr war.
Das erinnert ja schon fast an alte Zeiten unter Sir Alex Ferguson. Nächste Folge, Leute. Barcelona, unser Gegner. Mal schauen, ob wir das Ganze tatsächlich packen können. Das Wunder Nummer 2. Nachdem wir jetzt das Wunder in der Allianz Arena hatten, jetzt vielleicht das Wunder im Camp Nou. Erstes Spiel ist im Camp Nou. Das heißt, wir hätten dann vielleicht das Wunder im Theater of Dreams. Müssen wir aber schauen. Ich hoffe nicht, dass es auf ein Wunder hinauslaufen muss. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, smash den Like-Button. 100 Likes, wie gesagt, auf die heutige Folge wären einfach nur zu krank von euch. Und ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag und bin raus. Bis dann, haut rein und ciao.